Hallo Pferdefreunde. Heute habe ich Ferdinand dabei. Ferdinand ist mein Assistent, wenn es darum geht, Gebisse zu erklären. Das Schöne bei dem ist, dem tut nichts mehr weh und der ist sehr geduldig. Und da kann man alles mal in aller Ausführlichkeit vormachen. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist ein Boucher-Bit oder auch Philistrense genannt. Die unterscheidet sich von normalen Gebissen dadurch, dass sie schon von Haus aus mit der Druckseite nach unten quasi auf dem Unterkiefer liegt. Ihr erinnert euch, ein normales Gebiss liegt im Ruhezustand so im Pferd, so, ne, mit der Spitze nach vorne, und wenn ich die Zügel annehme, dreht es sich und drückt auf den Unterkiefer. Bei dieser Trense ist das anders, das werden wir gleich sehen. Die liegt gleich von Anfang an. Die liegt nicht so, sondern so. Sie hat hier an der Seite so eine Mischung aus D-Ring und Olivenkopf sozusagen. Das heißt, man muss hier aufpassen, dass das die richtige Größe ist, damit sich hier in diesem Spalt, der beweglich ist, sich nicht nachher noch vom Maulwinkel Haut oder sowas einklemmt. Das ist sehr unangenehm. Außerdem hat sie hier kleine Anzüge, die kommen allerdings nicht nach unten, wie bei einer Kandare, sondern halt nach oben am Kopf entlang. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal an Ferdinand. So sieht es dann aus. Ihr seht, die Backenstücke werden hier oben eingehakt und hier unten kommen die Zügel dran. Mit diesem Gummiband habe ich jetzt mal den Maulwinkel des Pferdes simuliert. Und ihr seht, im Gegensatz zu dem normalen Gebiss, was im Ruhezustand so rum im Pferdemaul liegt, liegt dieses Gebiss schon so rum im Pferdemaul. Das heißt, dass selbst im Ruhezustand diese anatomische Form des Gebisses schon der anatomischen Form des Pferdemauls folgt. Dann kann ich hier die Zügel reintun. Was jetzt passiert ist, wenn ich die Zügel annehme und das Pferd hat den Kopf oben, dann ziehe ich das Gebiss im Ganzen einfach nach oben in den Maulwinkel rein. Wenn das Pferd den Kopf runternimmt, bewegt sich das Gebiss gar nicht mehr. Das heißt, das Pferd hat den Kopf unten und es liegt schon direkt so, wie es liegen muss. Da muss ich an den Zügeln überhaupt nichts machen. Das heißt, jede Zügelhilfe, die ich gebe, geht direkt dahin, wo sie hingehen soll. Und das Gebiss muss ich nicht erst noch vorher einmal um sich selber drehen. Ne? Zum Vergleich, das Gebiss liegt so. Wenn ich dann nach oben ziehe, geht es auch auf die Maulwinkel. Genau wie hier. Und wenn ich die Zügel annehme, dreht sich das Gebiss nach so. Diese Drehbewegung, die findet bei diesem Boucher-Bit nicht statt. Das heißt, es liegt insgesamt im Pferdemaul einfach viel ruhiger, bewegt sich viel weniger und wird dadurch von vielen Pferden auch einfach besser akzeptiert, da diese Drehbewegung im Pferdemaul einfach nicht mehr stattfindet. Was zusätzlich passiert, wenn das Pferd den Kopf oben hat und ich muss die Zügel ein bisschen stärker annehmen, dann passiert, dass ich hier oben das Genickstück, ne, wie bei der Kandare, wird ein bisschen Zug auf das Backenstück gemacht. Das heißt, das Pferd kriegt auch im Genick oben einen Impuls. Das heißt also, dass ich sozusagen das Pferd ein bisschen zusammenziehe. Ich gebe hier unten, mache ich Druck auf den Unterkiefer und oben mache ich Druck aufs Genick, was dazu führt, dass viele Pferde dann die Tendenz nach vorne unten suchen. Das heißt also, gerade für Pferde, die eher dazu neigen, mit der Nase in der Luft zu laufen, wäre dieses Gebiss ein guter Versuch, um es einfach ohne großen Kraftaufwand und ohne dem Pferd im Maul damit weh zu tun, ein bisschen in die Tiefe zu bringen, ohne dass ich den im Maul dabei rumziehen muss. Der Vorteil ist dadurch, dass hier auch dieser Steg an der Seite ist, dass ich halt nicht mehr so leicht das Gebiss durchs Maul ziehen kann, wenn ich dann ein Pferd habe, bei der sich oft gegen das Gebiss und gegen den Zügel tatsächlich richtig wehrt. Das heißt, wenn ich die richtige Breite wähle, also das hier ist für Pferdi, ja, würde das einigermaßen passen, wenn man sich jetzt das ganze Fleisch und Fell und Haut drumherum denkt. Es ist wichtig, dass es hier gut anliegt, nicht zu dicht, damit es nicht einklemmt.
Und dann ist das eine wunderbare Stabilität, die dieses Gebiss im Pferdemaul hat. Und ich kann wirklich mit ganz, ganz feinen Zügelhilfen daran arbeiten. Dieses Gebiss gibt es mit verschiedenen Mittelstücken. Das hier ist jetzt eins mit einfach gebrochenem Mundstück. Wie ihr seht, selbst wenn ich hier unten an den Zügeln ziehe, da bewegt sich einfach hier im Maul nicht mehr viel. Ne? Also es geht nicht mehr in diese Tendenz nach oben weg, weil es hier an den Seiten stabilisiert wird. Ne? Beim normalen Wassertrensengebiss habe ich das ja, das liegt ja relativ gerade, so lange, bis ich die Zügel annehme und dann macht es einen auf den hier und gleitet mit den Schenkeln, wie ihr in dem anderen Video ja gesehen habt, auf dem Pferd herum. Dieses Gebiss liegt halt wirklich einfach total ruhig und wenn ich mit sparsamen Zügelhilfen reite und meine Hände gut im Griff habe, ist das echt eine ganz feine, pferdefreundliche Sache. Wenn ihr andere Gebisse kennenlernen möchtet, schaut gerne meine anderen Videos ein. Da gibt es einmal grundlegende Informationen über Farbe, Form und Größe. Und so ein paar spezielle Sachen, wie jetzt das Boucher-Bit zum Beispiel, stelle ich euch dann separat nochmal vor. Geeignet ist dieses Gebiss für Dressur-, Spring- und Freizeitreiter, aber halt hauptsächlich die im englischen Stil unterwegs sind. Man kann damit natürlich auch Westernpferd reiten, das tut dem nicht weh, aber es stört halt so ein bisschen die Cowboy-Optik am Pferd. Es ist ganz gut geeignet, sogar auch für junge Pferde, vorausgesetzt, ich bin ein guter Reiter, weil ich damit gleich von Anfang an das Pferd im Maul gar nicht viel störe und mich darauf konzentrieren kann, halt mit Po-Gewicht und Beinen zu reiten. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bald wieder reinschaltet. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, was ihr gerne sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich versuche dann mein Bestes für euch zu geben. Bis bald.